ja klar, was kommen muss. Nach dem Oktaeder ist die logische Folge dieses hier. Das Prinzip ist begriffen. Allerdings, man sieht jetzt, man kann sehr vorsichtig kann man drehen, aber es verhakt sich Füßchen hüpfen raus. So. Das ist, also man kann ihn so in dem Sinne nicht benutzen, was man jetzt sagt. So, ich habe also hier jetzt erst nur diese Innenteile, hatte einen wunderschönen Ball und habe nach diesem Ball, von dem ich jetzt leider keine Abbildung habe, dann erst diese Aufsätze aufgeklebt, weil dieser Hohlraum hier wird benötigt, damit sie sich überhaupt drehen lassen. Ach, das ist jetzt wieder eine super Formulierung. Wenn wir gucken, ob man das hier irgendwie sichtbar machen kann. So, man sieht jetzt hier an dieser Ecke, stoßen jetzt von diesen Dreiecken, ich mache das auch noch raus. So, dieses spiegelige Gerät hier, ne, das ist sehr, sehr dünn und dann muss hier ein größere Räume müssen hier überbrückt werden, also dieser Hohlraum muss überbrückt werden, wenn die rumlaufen. Was man jetzt hier innen drin sieht, den Icosaeder sieht man nicht mehr und das sind so Rohre aus dem Elektrobereich, die ich da als Achsen genommen habe. Wie dreht sich das? Ich vermute also, wenn man jetzt aus Holz bauen würde, also an diesem Modell bei der Herstellung, man braucht eine Heißklebepistole, man braucht ein paar leere Milchtüten, man braucht Tesafilm, einen Kugelschreiber und eine Schere. Und dann kann man zu diesem Ergebnis kommen. So. Steht wunderbar da, leider mit dem Drehen. Nicht so ganz genial. So. So, nach dem Oktaeder habe ich mir überlegt, würde ich einen Oktaeder produzieren, dann würde ich ihn so anlegen, dass er sich gut für Transformationen eignet. Also er müsste sich auf diesen archimedischen Körper stutzen lassen. Einfach mal, um jetzt ein Verhältnis zu kriegen von Zentren und Kanten. Dann kam dieses hier bei heraus, wobei ich dann eine Transformation gleich mal ausprobiert habe. Und Überraschung. Hilft nicht, ich muss ihn aufschrauben.
Also diese Drehbarkeit hier lässt auch zu wünschen übrig. Man könnte eine schöne Kugel draus machen. Machen wir den gelben auf. So, hier haben wir jetzt eine Oktaedermechanik. Und das jetzt passiert etwas Lustiges. So, hier habe ich jetzt diese Füße mit den Kurven, die laufen etwas besser. Also ich habe jetzt überlegt, was passiert, man sieht es jetzt nicht, man sieht es nicht. Leute, ich habe einen Hänger. Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Jetzt brauchen wir ein bisschen Vorstellungskraft. Und zwar gleich haben wir es. Also, wenn wir jetzt die Ecken transformieren, nichts Eckenkanten, in dieser Art und Weise, dann ergibt sich nämlich wieder der Edge Cube. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Also wenn wir jede Ecke so machen, dann treffen dann drei Kanten an einem Punkt zusammen. Und das ist dann der Punkt, wo sich quasi die Pyraminx-Reihe und die Rubik-Reihe überschneiden. Ja, weil hier mit der Pyraminx-Mechanik, Typ Pyraminx, und hier die Rubik-Mechanik kommt in diesem Punkt zu dem gleichen Ergebnis, nämlich